Cause the players gonna play, 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 play. And the haters gonna hate, 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 hate. I'm just gonna shake, shake, shake. Item GTS ab, was geht ab? Heute will ich euch einen kleinen Trick verraten, den ich letztens erst selbst angewandt habe, um sie zu küssen. Ich saß also mit ihr und wusste nicht ganz genau, wie küsst du sie jetzt? Ich war ein bisschen verunsichert, muss ich ganz ehrlich sagen. Und dann dachte ich mir so, okay, du verbalisierst einfach, was du jetzt denkst. Ich guck sie an, tief in die Augen, deep in the eye, eye contact. Da hab zu ihr gesagt, ich würde dich jetzt unglaublich gerne küssen. Dann habe ich ihr Gesicht genommen und habe sie geküsst. Das ist eine super Taktik, verbalisieren also. Verwörtlichen, was ihr denkt, ist immer klasse, wenn ihr gerade nicht wisst, wie ihr weitermachen sollt. Wenn ihr zum Beispiel auch auf eine Frau zugeht und ihr seid schüchtern, dann sagt ruhig, oh mein Gott, das ist echt gerade weird für mich, ich bin echt ein bisschen schüchtern. Verbalisiert das, dann habt ihr Gesprächsstoff, dann sagt ihr das, was ihr denkt, das kommt immer sehr sympathisch bei anderen Menschen an. In diesem speziellen Fall, mit dem Trick beim Küssen, ist es ganz wichtig, dass ihr das Ganze nicht wie eine Frage behandelt. Ich habe also nicht gesagt, hey, ich würde dich gerade unglaublich gerne küssen und habe gewartet, ob sie sagt, ja bitte oder nein, verpiss dich. Ich habe es gesagt und dann habe ich es gemacht. Der Teil ist ganz wichtig, weil die Frau dann mitbekommt, oha, vom Verhalten her nimmt er sich das, was er möchte. Er möchte mich küssen, er macht es einfach. Das überträgt sie, gerade wenn sie euch noch nicht so lange kennt, auf euer gesamtes Verhalten. Und das ist eine unglaublich attraktive Eigenschaft. Das kann ein bisschen Überwindung kosten. Aber es kann auch Spaß machen, das auszuprobieren. Es kann auch Spaß machen, wenn das schief geht. Deswegen habt den Mut und versucht das nächste Mal, wenn ihr nicht wisst, wie ihr sie küssen sollt, guckt ihr deep in the eye, der Augenkontakt ist wichtig, grinst ein bisschen, lächelt, dann kommt das nämlich nicht so komisch, creepy rüber, dann kommt das eher so ein bisschen humorvoll, spaßig rüber, grinst sie an und sagt ihr, hey, ich würde dich unglaublich gerne küssen gerade. Nehmt sie und küsst sie. Ich verspreche euch, das wird relativ gut funktionieren, wenn ihr es ein bisschen geübt habt. Und dann ist das eure Taktik, euer Trick, mit dem ihr das Mädchen küssen könnt. Wenn euch der Trick gefallen hat, der Tipp, dann schreibt das in die Kommentare und schreibt mir mal, was hast du für Tricks? Wie kriegst du den Kuss, wenn du zum Kuss willst? Also wie küsst du die Frau? Hast du irgendwelche speziellen Tricks, wenn du dich gerade nicht traust, sie zu küssen, die vielleicht auch den anderen Zuschauern helfen könnten? Bitte schreibt uns das in die Kommentare und positive Bewertungen, damit wir wissen, hey, euer Stuff gefällt uns und wir weitermachen können. Ansonsten sehen wir uns morgen und denke immer dran, wenn du das nächste Mal auf der Straße unterwegs bist und du siehst eine Frau oder einen Mann, der oder die dir gefällt, get your ass up und sprich die Person an. Wir sehen uns morgen.